Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge des Kaimi-Reports, der Geschichte hinter der Geschichte. Sie sehen es an meinem Outfit heute, etwas anders als sonst, etwas weniger konventionell. Und das ist auch, weil wir in den Summer of Love, eigentlich waren es ja zwei Summers of Love, 1967, dann ein bisschen weniger, 68 und dann wieder richtig heavy drauf im 69 eintauchen. Den Hintergrund dieser Zeit haben wir das letzte Mal geliefert mit dem Indochina und vor allem mit dem Vietnamkrieg. Nun gehen wir aber in die Hollywood Hills rein, dort wo sich dieser Summer of Love größtenteils abgespielt hat, natürlich auch noch San Francisco, da kommen wir drauf zu sprechen. Und da war vor allem herausstechend dieser Laurel Canyon, wo sich die Mythen regten, wo sich Who is Who der Film- und der Musikwelt die Hand reichte einerseits und andererseits beinahe Seite an Seite auch wohnte. Der Laurel Canyon ist einer von verschiedenen Canyons in den Hollywood Hills, die ja auch jetzt wieder glorifiziert wurden von Quentin Tarantino mit seinem neuen Film, der am 15. August in die Kinos kam, Once Upon a Time in Hollywood mit Brad Pitt, mit Leonardo DiCaprio und Maggie Robinson. Es gibt ein Buch dazu, die diese ganz eigenartige Geschichte vom Laurel Canyon beschreibt, von diesen Summer of Loves von David McGovern, leider 2017, also vor zwei Jahren, verstorben. Wild Scenes Inside the Canyon, das Buch gibt es leider nicht auf Deutsch, gibt es nur auf Englisch. Das sehr, sehr viele Hintergründe liefert, Verstrickungen, Konspirationen und so weiter. Einen der Hintergründe, wie gesagt, haben wir geliefert, war diese Hippie-Bewegung eine Antikriegsbewegung, war sie wirklich eine Grassroot-Bewegung, also von unten her gewachsen, oder war sie eine echte Gegenkultur, auch eine sogenannte Counterculture oder mehr vom tiefen Staat, von langer Hand geplant. Das sind einige Fragen, die uns umtreiben werden in den nächsten beiden Episoden des Kaimi Reports. Es war ja ein großer Traum, dieser Aufbruch in eine freie Welt, in eine mental unbegrenzte Welt, und der Hauptepizentrum neben Hollywood, neben Los Angeles, war San Francisco. This is going to San Francisco and don't forget to put some flowers in your hair. Dort das Haight-Ashbury-Mythos, diese Straßen und Straßenkreuzungen, wo wirklich der Melting Pot dieser Hippie-Bewegung vor allem im Sommer 67 spielte. Was wir ein bisschen anschauen möchten, sind diese Verstrickungen, die da herrschten zwischen dem militärisch-industriellen Komplex, wie das Dwight Eisenhower in seiner Abschiedsrede bezeichnet hat, dann dem Geheimdienst der CIA und eben dieser Achse von Los Angeles, Beverly Hills, Sunset Strip bis eben nach San Francisco, Haight-Ashbury. Nun, der Sunset Strip war ein bisschen runtergekommen in den 60er Jahren. Es gab eine berühmte Bar, die Whiskey A Go-Go Bar, gegründet oder aufgebaut oder eröffnet von Elmer Valentine. Das war ein ehemaliger, man höre und staune, Polizist, ein Cop aus Chicago, der sich jetzt da also als Quereinsteiger in diese Nachtclub-Szene kam. Er hat nicht nur das Whiskey A Go-Go eröffnet, sondern auch Zeros und das Roxy Theater später, und in diesem Whiskey da und in anderen Clubs natürlich auch, da begannen dann diese Live-Bands aufzutreten. Wir werden einige etwas kennenlernen. Nur muss man sagen, und auch wenn das viele nicht wahrhaben oder hören wollen, die waren grottenschlecht. Also live waren sie eine Katastrophe, auf Vinyl besser, aber die hatten dort auch zum Teil sich ersetzen lassen durch rein professionelle Studiomusiker, damit man das überhaupt anhören konnte, und live
da war das eine andere kleinere Schuhnummer. Da war natürlich das Problem, nicht nur für Elmer Valentine, wie kann man diese Clubs wieder reanimieren, wie kann man die wieder bevölkern, dass da wieder Menschen kommen. Und da gibt es eine ganz spezielle Figur, das ist Vito Paulekas, ursprünglich ein Lette, eine nicht gerade Lichtgestalt. Er hatte in der Hochrezession nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 hat er in den 30er Jahren verschiedene Tanzmarathons gewonnen, das gab es damals. Und er hatte auch so eine Guru-Ausstrahlung, man sagte ihm nach, dass er auch einen unersättlichen sexuellen Appetit verfügt hätte. Der hat dann auch viele Girls aufgesammelt gewissermaßen, die von zu Hause ausgebüxt sind, die also ein bisschen Lost Girls, denen er so eine Art Family gegeben hat. Wir werden noch einen anderen Herrn kennenlernen, der das Gleiche getan hat. Und er trat dann mit diesen Girls, denen er auch Tanzunterricht gab, trat er dann in diesen Bars auf. Und er war der Erste, der eigentlich diesen Begriff Freak gebrauchte, und er nannte seine Stage-Combo nannte er auch den The Dance Freaks, und viele sagten, dass eigentlich diese ganzen Tanzdarbietungen wesentlich mehr Leute angezogen hätten und die Musik da nur der Beigeschmack gewesen wäre. Eine Cousine von Vito Paulekas soll sich auch mit einem Rockefeller verheiratet haben, Winthrop Rockefeller. Der wurde meines Wissens auch Gouverneur von Arkansas, und seine Frau Sue Paulekas, die hat weltweit die erste Boutique eröffnet, die nur Hippie-Kleider verkauft hat. Sie hatten dann noch einen Kumpel dabei, der auch ein Tänzer war, und das ist dieser Carl Franzoni. Wir werden noch kurz zu ihm zu sprechen kommen. Und auch diese Paulekas, das war auch eine ganz, ganz schräge, mystische Familie. Die hatten so einen blonden, jungen Godo Paulekas, der wurde dann in dieser religiösen Bewegung, die auch noch entstand, so parallel, wurde er so als Lucifer's Child bezeichnet. Er stürzte dann durch eine Dachluke kurz vor Weihnachten, das war meines Wissens 67, stürzte er zu Tode. Aber die Paulekas, also die Eltern, die gingen dann am gleichen Tag vom Tod ihres Sohnes, gingen sie trotzdem so in eine Tanzveranstaltung abends, also wie wenn gar nichts gewesen wäre. Und das zeigt diese Abgehobenheit, diese wenige Sensibilität, die zum Teil in diesen Kreisen dort bereits vorherrschte, als gewissermaßen Vorbote für das, was noch kommen möge. Und ja, das war klar, dass die natürlich eine Attraktion waren. Die Girls waren hübsch, die waren nice, die waren extrem gute Tänzerinnen, weil sie einen guten Tanzlehrer hatten, und so füllten sich allmählich eben diese Bars und Clubs am Sunset Strip und wo es halt sonst noch gab, allmählich wieder. Und dieser Carl Franzoni, der soll in Sachen sexuellem Appetit seinem Kumpel und hierarchisch gesehen Chef Vito Paulekas auch in nichts nachgestanden haben. Er hat sich selbst Captain Fuck genannt, also da kann man wirklich sagen, no, Jonas grinst, Nomen est Omen. Und jetzt kommen wir aber ein bisschen weg nur vom Tanzen und ich hätte fast gesagt Ficken, jetzt kommen wir ein bisschen mehr zu den Bands. Und da gibt es eine Figur, das ist dieser Terry Melcher, und das war der erste wirklich größere Produzent von Bands, und er hat die Byrds hat er produziert, und da gibt es natürlich vor allem einen sehr berühmten Song, und das ist Mr. Tambourine Man. Something
Zu dieser Zeit war er liiert, Terry Melcher, mit der Schauspielerin Candice Bergen. Die ging dann aber auseinander. Spannender ist, dass er der Sohn war von Doris Day. Und mit seiner Mutter hat er das Cypress Inn in Los Angeles, ein Hotel, geführt. Und diese Doris Day, Terry Melcher Geschichte, die hat dann auch eine Verbindung später zum angeblichen Serienkiller Charles Manson, weil diese Manson-Morde, wir werden das im zweiten Teil dann ausführlich anschauen, die fanden in dem Haus statt, das vorher von Doris Day und eben diesem Terry Melcher, ihrem Sohn, bewohnt war. Das war gemietet von Alto Belli, so hieß der Besitzer, ein wunderschönes Haus am Cielo Drive. Und die Nachfolgemieter von Doris Day und Terry Melcher waren niemand anders als Roman Polanski und Sharon Tate, wo dann auch dieses Blutbad am 9. August 1969, also vor 50 Jahren, stattgefunden hat. Polanski war in Europa zwecks Drehaufnahmen. Und jetzt geht es noch weiter mit den Verstrickungen und erst richtig los. Das ist auf der rechten Seite, also der ältere, das ist George Morrison auf der Kommandobrücke des amerikanischen Kriegsschiffs USS Maddox. Und dieses Schiff ist berühmt geworden bereits 1964 für diesen Tonkin-Zwischenfall, den wir schon das letzte Mal thematisiert haben, also die Bucht von Tonkin in Asien, also am 2. August nordvietnamesische Schnellboote dort waren. Das war eine Reaktion auf einen Angriff der südvietnamesischen Boote, unterstützt, also powered by der CIA, die entlang der Küste von Nordvietnam gefahren sind. Die Nordvietnamesen haben dann ihrerseits drei Schnellboote als Aufklärung in diesen Golf von Tonkin geschickt. Und was ja die Kriegsauslösung war ein angeblicher Angriff zwei Tage später, am 4. August. Aber da gab es überhaupt kein Gefecht, auch wenn das anders dann kolportiert wurde von der Mainstream, von der damaligen schon Qualitätspresse wie Washington Post. Die US-Flugzeuge bombardieren Vietnam nach zweitem Angriff, eben am 4. August, auf unsere Kriegsschiffe. Die Handlung erfolgte, um neue Aggressionen zu stoppen. Also da haben die Medien einmal mehr schon vor 55 Jahren massiv Propaganda und Lüge verbreitet. Das ist alles nichts Neues. Die New York Times, keinen Deut besser, nach erneuten Angriffen auf amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin hat Präsident Lyndon Johnson Vergeltungsschläge gegen vietnamesische Schiffe und Infrastruktur in Nordvietnam angeordnet. Man kann es auch so nennen, er hat eigentlich den Krieg erklärt. Und wie das dann halt ist, wenn diese Dokumente dann rauskommen, ob das die Pentagon Papers sind oder was auch immer, die NSA hat dann Jahre später, 40 Jahre später, 140 von diesen Dokumenten declassified, also freigegeben. Und es war ganz klar, es gab ein kleines Scharmützel am 2. August, aber keinen Angriff auf die USS Maddox am 4. August. Und die NSA hat das dann auch in einer Pressekonferenz und gewissermaßen einer Aktennotiz dann auch absolut zugegeben, dass das alles eine False Flag, eine falsche Propaganda-Attacke war. Nun, man muss sich vorstellen, damals gab es keine Newsletter, es gab kein Internet, es kam keine E-Mails, es gab kein Facebook, es gab kein Instagram, es gab keine Smartphones und trotzdem gab es einen sehr engagierten Journalisten, E.F. Stone, der hatte so einen wöchentlichen, wie soll man sagen, politischen Brief, und das hat er durchgezogen, zuerst eigenfinanziert, später von den Abonnenten, und der hat ganz klar gesagt, die US-Regierung, die US-Presse haben der amerikanischen Bevölkerung nicht die ganze Wahrheit über den Zwischenfall im Golf von Tonkin erzählt. Das war bereits dann 20 Tage, nachdem die ersten amerikanischen Bombardements losgingen.
Und Johnson hat die Kriegslüge natürlich als erster erzählt, als Präsident und oberster Befehlshaber ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volke zu berichten, dass wiederholte feindliche Handlungen gegen unsere Schiffe im Golf von Tonkin stattgefunden haben. Es braucht Härte, um den Frieden zu sichern. Das war eine Rede zur Nation, kurz vor dem Datumwechsel, noch am 4. August, also am gleichen Tag, als diese False Flag-Geschichte gemacht wurde, stiegen die Amerikaner in ihr absolutes Waterloo rein. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Weil dieser George Morrison ist der Vater des Jungen, der nebendran steht, und dieser Junge nebendran ist niemand anders als Jim Morrison, ein gewissermaßen ein absoluter Musikgott damals. Und bei den Doors, da spielt ja auch wieder ein Ihnen längst bekannter Herr, wenn Sie ein bisschen den Kaimi-Report verfolgen, sonst schauen Sie sich mal zum Beispiel Transhumanismus an, und das ist Aldous Huxley. Und er hat das Buch geschrieben, The Doors of Perception. Und die Doors haben ihren Namen von diesem Buchtitel genommen. Und interessant auch der Untertitel, Includes Heaven and Hell, also die Türen der Wahrnehmung, die beinhalten auch Himmel und Hölle. Jim Morrison ist auf dem berühmten Pariser Friedhof Père Lachaise beerdigt. Das ist natürlich für jeden Rock'n'Roll- und Rock-Fan ist das eine Pflicht, dorthin zu pilgern. Auch meine Kinder mussten dort schon hinpilgern, dass sie dann einen Moment lang von Smartphone weggekommen sind. Ein anderer bestens bekannter Geselle in der Musikszene ist oder war Frank Zappa. Der hat dieses Laurel Canyon bewohnt, er hat den Laurel Inn hat er gewissermaßen umgebaut in die Log Cabin, dort hat er gehaust mit seiner Frau mitten in diesem sehr idyllischen, aber auch sagenumwobenen Laurel Canyon. Und sein Vater, Francis Zappa, der war auch voll ein hohes Tier in diesem amerikanischen Militär, wie der Vater von Jim Morrison. Er war mitverantwortlich für die chemische Kriegsführung schon im Zweiten Weltkrieg, und sein Arbeitsplatz war das Edgewood Arsenal in Maryland, und das ist eine der größten Forschungsstätte schon immer gewesen für die biologische Kriegsführung, also B-Waffen, biologische Waffen und C-Waffen, chemische Waffen. Also auch hier ein sehr berühmter Musiker, der da ganz eng familiär mit dem ganz oberen und nicht nur schönen amerikanischen Militärkomplex verstrickt ist. Seine Frau Gail Zappa, die hat dann auch noch Beziehungen zu gewissen Musikern. Der Manager von Frank Zappa, der soll mit der CIA in den frühen 60er Jahren im Kongo verantwortlich gewesen sein für den Sturz von Patrice Lumumba, kam dann aus dem Militär raus und hat sich als Manager gewissermaßen um die Band Frank Zappa and the Mothers of Invention gekümmert. Interessant ist, also das sind jetzt nur zwei, wir werden noch ein paar mehr kennenlernen, da kamen eigentlich gar nie groß Proteste gegen den Vietnamkrieg. Es ging so um die sexuelle Freiheit vor allem, aber es kamen nie Proteste gegen dieses Abschlachten der Nordvietnamesen. Und man muss dort auch wissen, dass man das Verständnis generieren kann. Die Hippie-Bewegung war nicht das gleiche wie die Antikriegsbewegung. Das waren zwei Paar Stiefel. Die Hippie-Bewegung war extrem westwärts, also eben Kalifornien, Los Angeles, San Francisco gerichtet. Und die Antikriegsbewegung, die war deutlich mehr an der amerikanischen Ostküste, also New York und die Hauptstadt Washington D.C. Ein weiterer Musiker, den die nicht mehr ganz Jungen noch kennen, ist wahrscheinlich David Crosby von Crosby, Stills und Nash. Das ist David Crosby, das ist Graham Nash und das ist Stephen Stills. Und auch da spielen wieder spannende Verstrickung. Er war der Sohn von Alvin Cortland und Major Floyd Crosby, und Van Cortland,
Das ist ein großes holländisches Geschlecht, das in den Vereinigten Staaten von großer Bedeutung ist. Und der Vater, er war auch ein hohes Militär, unter anderem in Haiti 1927, als die Amerikaner auch dort wahrscheinlich Demokratie exportiert haben. Und diese Bloodlines, diese Blutlinien, die holländischen, da gab es drei große Blutlinien. Das waren die Van Cortlandts, die Van Schuyler und die Van Rensselaer, mit anderen natürlich wie Rockefeller, Rothschild und so weiter. Und Holland hatte ja eine große Bedeutung. New Amsterdam, New York war ja Nova Amsterdam, das neue Amsterdam war Verwaltungssitz der holländischen Krone 40 Jahre lang im 17. Jahrhundert und lag eigentlich mitten im heutigen Manhattan. Also das war in Basel, würde man sagen, das war der Teig oder der Adel oder die ganz oberen Zünfte oder die Bernburg. Da waren auch diese drei holländischen Blutlinien drin. Nur ein Beispiel so am Rande, Melissa Etheridge, die ist uns ein bisschen später in der Musikszene bekannt geworden, so in den 90er Jahren, sehr bekennend lesbisch. Aber sie wollte ein Kind und sie hätte am liebsten einen Samen gehabt von David Crosby, obwohl der weder besonders intelligent noch besonders hübsch noch besonders sehr begabter Musiker war. Es war einfach diese Stärke dieser Blutlinien, dieser Bloodlines drin. Steven van Rensselaer, der war wie einer der beiden anderen großen Blutlinien, der war einer der ganz, ganz großen, ein Grandmaster der New York Freemasons-Szene, der Freimaurer-Szene. Ein weiterer bekannter, sehr bekannter Musiker, der zum Teil mit Graham Nash und David Crosby zusammengespielt hat, ist Stephen Stills, der bekannteste Musiker, mit dem er Buffalo Springfield gegründet hat, ist Neil Young. Und dessen Vater, Stephen Stills, der war eben auch in Süd- und Zentralamerika, auch in Haiti. Er ist praktisch ausschließlich auf Militärakademien erzogen und ausgebildet worden und hat dann seinen Vater, also seine Eltern, in diese verschiedenen Kriegs- und Militärmissionen in Zentral- und Südamerika gebracht. Das ist ja immer so gewesen, dass Südamerika und Mittelamerika gewissermaßen der Hinterhof der US-amerikanischen Außenpolitik dargestellt hat. Also auch hier wieder diese enge Verbindung zum industriell-militärischen Komplex. Und er hat, Buffalo Springfield hat auch einen Song geschrieben, Bluebird. Das war einer der ersten berühmten Songs. Und Bluebird war das Vorläuferprojekt von MK Ultra, also diese Mind-Control-Geschichten, von denen wir das vorletzte Mal berichtet haben. Wenn Sie es nicht gesehen haben, es gibt einen Kaimi-Report MK Ultra. Und so wurde das Projekt genannt, bevor es dann neu gebrandet wurde und noch mehr in die Sinneskontrolle reinging. Da war es dann MK Ultra. Ein weiterer, John Phillips, bekannt von der Band The Mamas and the Papas, und siehe da, sein Vater war auch in Haiti, auch 1927, wie der Vater von David Crosby. Und dreimal dürfen Sie raten, John Phillips ist fast ausschließlich auf Militärschulen oder Akademien großgezogen worden, bis er dann die Marineakademie in Annapolis verlassen hat. Und er hat auch wieder Blutlinien, Adel, er hat eine sehr prominente Dame geheiratet, nämlich Susan Adams, eine direkt Blutlinie abstammend von John Adams, einem der großen Gründungsväter der amerikanischen Verfassung, des generell des amerikanischen Staates. Und The Mamas and the Papas haben ja auch einen ganz berühmten Song geschrieben aus dieser Zeit, und das ist California Dreaming.
das ist eine der Mamas von Mamas and the Papas. Die war mit John Phillips und mit Gail Zappa, die waren auf der gleichen High School. Und Gail Zappa wiederum war im gleichen Kindergarten wie Jim Morrison. Also das ist nicht einfach alles nur Zufall, und die sind ja von überall her dorthin gereist, nach San Francisco, in diese Beverly Hills, in diesen Laurel Canyon rein, und überall immer diese direkte Verbindung eigentlich zu diesem militärisch-industriellen Komplex. John Phillips war auch der Songwriter für Scott McKenzie mit dem Song San Francisco. Auch da eine Feder, die die andere. Und John Phillips ist der Initiator und Hauptorganisator dieses Monterey International Pop Festivals. Auf das kommen wir noch zu sprechen, das immer ein bisschen im Schatten steht von dem Woodstock Festival, das 2 Jahre später stattgefunden hat, also im August 1969. Und auch sehr spannend in diesem Laurel Canyon, da am Ende des Canyons auf der Anhöhe gab es dieses Lookout Mountain Road, die zu dem Lookout Mountain Inn geführt hat, also ein Hotel, ein Resort, das dann irgendwann mal umgewandelt wurde, und zwar in ein Filmstudio, Lookout Mountain Labs. Damals das absolut modernste Filmstudio von der Schnittmöglichkeiten her, von der Tonqualität her, von den Animationen her. Und dort wurden auch diese Filme gedreht, die lange klassifiziert, also unter Verschluss gehalten wurden, zum Beispiel über Atomversuche, Filmen der Explosion des Atompilzes. Das fand überall in diesem Laurel Canyon statt. Das hat jetzt nun noch gar nichts zu tun, und das ist schon interessant mit dieser neuen Bewegung, mit dieser Freiheit, mit dieser sexuellen Freiheit, mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Aufbruch in eine Stimmung. Das ist härteste Militärgeschichte, die wir da haben. Das ist absolut menschenverachtend. Und wir haben ja 50 Jahre Mondlandung, und ganz böse Zungen behaupten, dass diese Mondlandung, die nicht an die Mondlandung glauben, man nenne sie Verschwörungstheoretiker oder wie auch immer, eine schöne Randnotiz, die behaupten, dass diese Mondlandung eben genau in diesen Labs dort gedreht worden ist. Muss mal schauen, vielleicht machen wir mal was über diese Mondlandungsgeschichte und diese Vorwürfe, die es da gibt. Ich kann es nicht versprechen. Auf jeden Fall hatten in diese Filmstudios hatten auch die sehr hochgeheimes Material hatten, also Atomexplosionen, das war lange nicht wirklich an der Öffentlichkeit. Da hatten auch Schauspieler Zugang, wie zum Beispiel Ronald Reagan, der konnte dort rein und rausgehen. Und vielleicht ist es Zufall, vielleicht auch nicht, dass er dann Gouverneur von Kalifornien geworden ist, und noch mehr, dass er dann noch Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist. Also wir haben auf der einen Seite diese sehr strenge, nicht sehr menschenfreundliche militärische Geschichte, ein bisschen unter dem Tarnmantel der Filmindustrie, und auf der anderen Seite diese Hippie-Bewegung, Rock'n'Roll, natürlich immer gepaart mit LSD. Und dieses LSD, das die Bewusstseinserweiterung versprach, vor allem von Timothy Leary, einem Psychiater, einem hochdekorierten Harvard-Professor, der aufgetreten ist vor Zehntausenden von Menschen, gesagt hat, flowers in your hand, take some LSD und die Welt wird friedlich werden. Dann gab es August Osley Stanley, genannt The Bear. Das war ein Tüftler an der Universität von Berkeley, der hat massenhaft LSD produziert und das auch quasi versuchsmäßig oder für kein Geld vertickert. Auch das Monterey Pop Festival wurde überschwemmt von seiner Produktion. Und Timothy Leary kam dann natürlich ganz, ganz schwer in Verruf, dass er das gepredigt hat. Er verlor dann auch seinen professoralen Sitz an der Harvard University. Währenddem man Osley Stanley eigentlich mehr oder weniger gewähren ließ, das ist auch noch interessant, bis dann war ja LSD war mehr oder weniger legal. Ein
Titel aus dem Rolling Stone Musikmagazin, Owsley Stanley, the King of LSD. Und der Hotspot von diesem ganzen LSD-Produktion und Bewegung, das war die University of Berkeley in der San Francisco Bay Ding. Und da profitiert in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich das Monterey Pop Festival ganz extrem. Da waren jetzt wirklich alle extrem friedlich drauf und eben Hippie Trippy Garden Pretty. Da gab es kaum Gewalt. Das LSD kam dann auch unter Purple Haze. Wurde das dort angeliefert, obwohl Purple Haze meines bescheidenen Wissens nach eher ein Hanfgewächs ist, aber das war vielleicht ein Tarnname. Und da hatte unter anderem auch Jimi Hendrix nicht nur am Woodstock Festival, sondern auch am Monterey Jazz Festival einen großen Auftritt. Und da kann man eigentlich sagen, dieses Monterey Pop Festival, das war schon fast der Kulminationspunkt für diese Summer of Love, für diese Dreams von Make Love, Not War, wir sind alle eins und dieses kommunale Denken und dieses Anti-Etablissement-Denken, dieses anti-industrielle Denken. Danach entwickelte sich die ganze Geschichte, wie es halt oft passiert, wenn etwas gut beginnt, aber dann doch, man kann sagen, exzessiv wird, hat dann mit den ursprünglichen Gedanken nicht mehr sehr, sehr viel zu tun. Und wie es weitergeht, das schauen wir uns natürlich an in Teil 2, Summer of Love 1969. Aber, liebe Freunde, zuerst gibt es eine wohlverdiente Ferienpause. Und zwar geht es nach Südafrika, haben wir auch schon Bericht gemacht. Vom 24. September bis 10.10. mit größter Wahrscheinlichkeit werden wir dann am 11. oder 12. Oktober den zweiten Teil aufschalten, den Summer of Love 69. Wir werden das natürlich aber mit einem Newsletter wie immer ankündigen. Und die Frage ist, wird das das Ende eines Traums sein? Wir werden in diese Manson, Charles Manson Geschichte, Polanski, Tate, La Bianca Mode reingehen, auch ins Woodstock Festival. Wie wurde das akzeptiert an der Ostküste? War das der gleiche Hype wie an der Westküste? Altem und Pop Festival, Free Concert von den Rolling Stones und so weiter. Also weiterhin Rock'n'Roll, Sex und Drugs in diesem Sinne. Bitte nicht verpassen, die Geschichte wird erst jetzt so richtig spannend und heavy, aber einstweilen danke fürs Zuschauen. Diejenigen, die Herbstferien haben, genießt es und wir sehen uns gegen Mitte Oktober wieder. Salut zusammen!